Herzlich willkommen in der Büroküche von 2x1. Heute mal nicht im Konferenzraum, sondern hier in unserer Küche, weil wir haben einen ganz besonderen, komplexen Inhalt heute vor, den wir vereinfachen wollen. Dazu habe ich mir fachmännische Verstärkung geholt. Mit an Bord Stefan Hartmann, seines Zeichens seit vielen Jahren Koch, exquisiter Koch, mit Stationen in Hamburg, in Los Angeles, in den USA, in Frankreich, jetzt hier in Berlin den eigenen Laden. Hast sogar einen Stern bekommen für deine Kochkünste. Das heißt, du bist genau der Richtige, um uns mal zu zeigen, wie man ein richtig gutes Weihnachtsgericht macht. Das hoffe ich doch. Was soll es heute geben? Wir machen eine ganz einfach zubereitete Ente, Rotkohl, Maron und ein paar Fickknödel. Und ich denke, mit meiner Hilfe wird das auch recht einfach zuzubereiten sein zu Weihnachten. Dann klappt das vielleicht mal. Super, dann ran an die Ente. So, wir bereiten gezupften Rotkohl vor. Der Unterschied ist einfach, dass man ihn nicht so leicht auf der Zunge hat wie den geschnittenen Rotkohl, den man aus dem Glas kennt. Und der Biss halt einfach viel angenehmer ist. So, das Gänseschmalz in den Topf hinein. Die klein geschnittenen Zwiebeln dazugeben. Nach ca. 1,5 Minuten gebe ich dann den Rotkohl dazu. Würze das Ganze mit Zucker. Ruhig eine gute Prise. Dann gebe ich den Rotwein dazu. Den Kirschsaft. Und den Himbeeressig. Dann habe ich noch ein Gewürzsäckchen vorbereitet. Aus Zimt, Sterne, Anis, Piment, Lorbeer, Wacholder. Schwarzen Pfeffer und lasse das Ganze jetzt 1,5 Stunden vor sich hin kochen. Und für diejenigen, die das Glück haben, auch so ein bisschen Entenjus zu bekommen, die ist nicht einfach nur so für die Ente, sondern sie ist eigentlich zum Verlängern der Entensoße, die ihr jetzt auch ansetzen müsst. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Abgießen. So, der Fond ist jetzt schön reduziert. Jetzt geht's los. Und zwar machen wir einfach das Wegglas aus. Dazu zieht man hier einfach an der Lasche, zieht dann den Deckel ab und gießt diesen Fond einfach noch dazu. Jetzt die Soße noch zur gewünschten Konsistenz reduzieren, das heißt einkochen. Und fertig ist die Weihnachtssoße. So, jetzt kommen wir zur Ente. Als erstes erstmal die Flügelknochen abschneiden. Jetzt salze ich die Ente großzügig innen drin. Eine Bio-Orange, am besten ungespritzt. Etwas Apfel. Füllung soll nicht nur Geschmack geben, sondern auch ein bisschen Fülle. Jetzt noch großzügig von außen salzen. Das kann wirklich ganz viel Salz sein, das pult man nachher wieder ab. Und jetzt gebe ich noch Wasser mit aufs Blech, damit die Ente nicht verbrennt. Bei 180 Grad 45 Minuten, danach nochmal 220 Grad bei 20 Minuten. So, das gebackene Brioche-Brot nehmen wir jetzt erstmal und schneiden es in Würfel. Die Zwiebel wird in Würfel geschnitten, schön kleine. Und erstmal 3 Eier für ein Rührei. Und die Zwiebeln dann halt in Butter anschwitzen fürs Rührei. Das getrocknete Brot und da schlage ich jetzt Eier rein. Das Rührei mache ich rein. Salz.
Ganze muss jetzt ungefähr eine halbe Stunde lang ziehen. Man muss die Knödel einfach gut abdrehen können. Dann ist alles gut. So, die Maronen. Leicht rösten. Den Apfelsaft mit dem Zucker einkochen, bis er ein Sirup ist. So, der reduzierte Apfelsaft. Gerösteten Maronen. Und beiseite stellen. Ich schneide mal zuerst die Keule raus. Bist du eher so ein Keulenesser oder eher so ein... Nee, Brust ist super. Brust. Brust ist super. Ich nehme auch eine kleine Keule zum Abknabbern, aber erst ein Stück Brust. Das ist natürlich auch immer... Köche machen sowas natürlich immer gerne mit der Hand. Okay. Zu Hause, wenn man am Tisch das zum Weihnachtsessen serviert, müssen die meisten das alles ganz, ganz ordentlich mit der Schere machen. Ist ja auch Handarbeit, kann man so sagen. Das ist ein Handwerk. Ein Handwerk sogar. Das sieht auch schon mal anders aus als so ein gekaufter. Ja, und es, diese Stücke ist auch ein ganz anderes Bissverhalten. Ne? Da kann man so viele drauf malen, wie man möchte. Mach erstmal das Kunstwerk so, wie du es machen würdest. Die sind jetzt nochmal in Butter geschwenkt, richtig? Genau. Wunderbare Jus. Das ist ein großes Weihnachtsessen. Das ist ein großes Weihnachtsessen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hoffe, Sie haben was gelernt. Ich hoffe, es gelingt genauso gut. Wir gehen was essen. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.